Kameradschaft, Disziplin, Gehorsam und Dienst am Vaterland. Dafür stand die Hitlerjugend. Oder besser gesagt, das waren die Werte, die nach außen propagiert wurden. Doch wie sah es ab 1933 hinter den Kulissen des staatlichen und offiziell einzigen deutschen Jugendverbands wirklich aus? Eine Frage, der sich jetzt eine Ausstellung im Foyer des Tübinger Landratsamtes widmet. Unter dem Titel Jugend im Gleichschritt, die Hitlerjugend zwischen Anspruch und Wirklichkeit werden Bilder des NS-Dokumentationszentrums Köln abseits der Propaganda gezeigt. Was sind wir? Pimpfe. Was wollen wir werden? Soldaten. Floskeln wie diese waren es, die bereits 10-jährigen Kindern immer und immer wieder eingetrichtert wurden. Doch bei den bloßen Reden blieb es in der Hitlerjugend bei weitem nicht. Bereits die Jüngsten wurden am Luftgewehr ausgebildet, auf äußerst perfide Weise, denn geschossen wurde nicht etwa auf normale Zielscheiben. Sondern die HJ hatte, zumindest in Teilbereichen, eigene Zielscheiben entwickelt, die die Silhouette eines Soldaten darstellten. Das spricht den Kopf, man sah den Helm, den Stahlhelm und die Schultern. Und das Gesichtsfeld, ein Oval, war weiß. Und das war die Zielscheibe. Und wer mitten reintraf, sozusagen auf die Nase, der war der Beste. Und diese Zielscheiben wurden auch von 11-, 12-Jährigen, gibt es Fotos von aus Köln, gebastelt. Und das, können Sie sich vorstellen, setzt Hemmschwellen deutlich herab. Und wenn man dann später ein richtiges Gewehr in der Hand hat und beim Wehrdienst oder wo immer ist, dann hat man auch keine Skrupel mehr, auf Menschen zu schießen. Das war die Idee dahinter. Oberstes Ziel der Hitlerjugend war schließlich kein anderes als die frühzeitige Wehrerziehung der jungen Männer. Das war ein klar vorgezeichneter Lebensweg, Soldat des Führers zu werden. Und die Frauen sollten ihrem Führer Soldaten schenken. Betrachtet man die Mitgliedszahlen, scheint das auch geglückt zu sein. Geschätzte 8,7 Millionen Jugendliche waren dabei. Doch was nach viel klingt, muss differenzierter betrachtet werden. HJ war schließlich nicht gleich HJ. Auf dem Land musste man längst nicht so diszipliniert sein, längst nicht so regelmäßig am Jungvolkdienst teilnehmen oder am AJ-Dienst, wie das in der Stadt war, wo man ja schnell im Zugriff war. Da spielte sich ja alles in einer Straße ab, in Großstädten. Entgegen dem von der Propaganda nach außen vermittelten Bild war die Hitlerjugend nämlich keine homogene Masse frenetisch dem Führer zujubelnder Jugendlicher. Jedes einzelne HJ-Mitglied habe seine ganz eigene Geschichte. Zunächst musste man ja nicht Mitglied sein, offiziell, immerhin bis März 1939. Aber das NS-Regime, die Reichsjugendführung hatten schon Mittel und Wege, den Druck aufzubauen und zu erhöhen. Wenn man zum Beispiel nicht Mitglied war, etwa im Jahr 34, 35, konnte es passieren, dass man nach Abschluss der Volksschule mit 14 Jahren keine Lehrstelle bekam. Doch ob unfreiwillig oder freiwillig Teil der Organisation, die unterschwellige Beeinflussung zeigte Wirkung. Immer wieder Lieder üben, Texte üben und singen. Das war durch permanente Wiederholung, bekommt man die Inhalte in den Kopf. Und zwar so, dass die Zeitzeugen die heute noch großteils auswendig kennen, nach 70, 80 Jahren. Bei der Eröffnung der Ausstellung wusste auch der Gastgeber, der Tübinger Landrat Joachim Walter, von solchen Nachwirkungen in den Köpfen der Menschen zu berichten. Ich war bei den Pfadfindern und wir haben unser erstes Lager, Sommerlager, im Elsass gemacht, im Münstertal. In Metzeral hieß die kleine Ortschaft und sind dann durch die Vogesen gewandert. Und wir sind auch mit Kluft und Halstuch unterwegs gewesen, mit Rucksäcken. Und vor allem ältere Menschen waren sehr ablehnend uns gegenüber. Sie haben uns klipp und klar erklärt, wir brauchen keine Hitlerjugend mehr. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Vielleicht nicht verstehen, aber wenigstens erinnern und kritisch hinterfragen. Dazu will die Ausstellung, die noch bis zum 22. März geht, anregen. Und gleichzeitig sensibilisieren, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt.